Also, willkommen zu einem weiteren Free-to-Play-Clicker-Spiel, das es gerade auf Steam geschafft hat. Und ich werde gleich ohne Sound starten, damit ich nicht die Dudelmusik im Hintergrund habe. So, also, ich habe jetzt mein erstes Gold bekommen. Ich kann jetzt einen Ranger Guild kaufen. Okay. Und die machen was genau? Die produzieren für mich auch Gold. Ranger Guild produziert Gold. Every time, ja, jedes Mal, wenn der blaue Balken durchgelaufen ist, aber ich kann auch weiterhin selber Gold produzieren. Click 6 times pro Sekunde. 3 Klicks Base Profile. Dann schauen wir mal, was du sagst, wenn ich richtig ordentlich da drauf haue. Was willst du mir eigentlich sagen? Soll ich das Ding jetzt aufleveln? Continue clicking the stone to make more gold, then level up Ranger's Guild. Okay, gut, aufleveln. Okay, jetzt hat sie aufgehört. So, Clickbase-Profit plus 10, 2000, 4000, 6000. Sawmill 300. Baracken 2000. Champions. The time has come, you can now choose the champions of your kingdom and access his her and unique abilities. Okay, das heißt, ich kann mir jetzt auch irgendwelche weiteren Recken kaufen. Choose a Champion. Click the Champion Icons to Preview und dann click Select. Once you unlock each Champion, you can switch between ones you have without any cost. Okay, also ich kann später nach und nach alle bekommen. So, mehr Klickprofite. Magic Touch. Thunder Speed. Jetzt 1,1 Sekunden für alle Gebäude. Aber dafür wird irgendetwas von Rage verbraucht. 5% of your GPS with every stone click while active. Also, Klickprofite plus 60, Buildingsprofite plus 100. Okay, dafür brauche ich 100 Diamanten. Und hier brauche ich eine Sextillion, was auch immer, Diamanten. Mal gucken, gibt es hier noch irgendwo Einstellungen? Okay, mein Knowledge, Diamanten, Gold. Gold pro Sekunde, die produziert werden. Okay, das ist der Levelbalken, Upgrade-Kosten, Next Goal. The time needed for the blue bar to fill and the gold you will get. When your building level reached the next goal, you get this bonus. Achso, okay, also das sind die Level-Boni für die Gebäude. Und da oben sind die Settings. Gut, dann kann ich hier mal noch die Einstellungen machen. Natürlich will ich mir Scientific. Das ist in der Engineering Number. Okay, was ist da jetzt der Unterschied? Hey, das habe ich doch schon. Achso, ich habe es noch nicht ausgewählt. Egal. Okay, Scientific heißt, dass ich immer mit der Ein-Komma-Stelle arbeite. Und Patch Notes. Also, im September haben sie die ersten Sachen gemacht, aber ich glaube, da waren die noch nicht auf Steam. Und das letzte Mythical Invasion Event, University Researches. Na gut, mal gucken, was davon alles in den nächsten Minuten für mich verfügbar wird. Also, ich nehme erstmal hier, dass die Buildings und Magie ist sowieso ganz spannend. Knowledge Production mal 600% für 30 Sekunden. Also, die nehme ich auf jeden Fall mit. Dann produzieren meine Gebäude auf jeden Fall mehr. Und King Midas bin ich das. Unlocked Champion Scarlet. Okay, also University. Locked. Build a Shrine Level 300. Oder vielmehr ein Shrine und ich brauche 300 Knowledge. Goals. Okay, das sind die Achievements. Autoklicker. Klick 10 times in der Sekunde und 65, das habe ich schon gemacht. Das waren 5 von 5. Okay, dann klick eine bestimmte Anzahl. Rang 2 erreichen. Collect Raid Points. Für 5 Stunden online bleiben. Aber Fullscreen gab es jetzt hier nicht, oder? Also ich kann es auf jeden Fall für mich nicht in Vollscreen umschalten. Deswegen sind die Texturen noch etwas verschwommen. Das ist die Mystical Invasion. Early Unlock Now. $10. You need to unlock Champion Scarlet the Shadow to participate in this Mystic Event. Got it. Und sie war die, die mich irgendwie, okay, 1 hoch 17 Diamanten kostet. Also das waren die Achievements. Dafür brauche ich einen Tempel. Settings hatte ich gerade. Upgrades. Building Improvements and more. Statistics.
Gut, da ist jetzt noch nicht so viel. Glory. Make offers to the temple and get their blessings. Okay, da muss ich auch erst 9 hoch 15 Gold einsammeln. Und Special Items of the Gods. Da habe ich auch noch keine. Das sind so die Items, die ich dann irgendwie, oder Artefakte, die ich dann nach und nach bekomme. Und auch dafür brauche ich noch jemanden. Okay, also erstmal weiter Geld scheffeln. Ah, okay, die kann ich die. Ach so, das sind die Dinger hier unten, die kann ich einfach so kaufen. Naja. Oh, da ist der erste Diamant gewesen. Nee. Ah, das war ein Bluestone, das ist nochmal was anderes. Und Random Item ist Exotic Mersons. So, Level Up. Choose how many times you want to level up a building when you click. Ach so. Ja, können wir die Dinger erstmal auf Level 10 bringen und dann kann ich das auf Level 10 umstellen. Okay, da ist noch nicht genug Kohle da. Was, ich mache im Moment nur 116 Diamanten pro Dingsbums. Was ist denn das Rote? Also gut, das eine ist Knowledge, das ist schon klar. Aber was ist denn das Rote für ein Zeug? Was ist das hier unten? Mana Refills. 5 Mana pro Sekunde. Staff of Artemis Artifact. Unlock it to the Artifacts Menu. Und das sind jetzt die. Ah ja, mehr Knowledge, mehr Lightning Speed. Genau, da ist die Building Speed dann für 30 Sekunden und Cooldown 35 Sekunden. Kostet 800 Mana, da ist ja die Mana fast weg. Profit Management und Increase Critical Chance. The Legendary City of King Midas. Okay, dafür muss ich Level 27 erreichen. Welches Level habe ich denn aktuell? Und der Exotic Mercant. Ah ja. Each Skill Upgrade kostet 25 Rubine oder 200 Dings. Das heißt, ich nehme mal an, die Rubine sind tatsächlich die absolute Premium-Währung, die es nur gegen Geld gibt. Während man das blaue Zeug, ja, während man das blaue Zeug wahrscheinlich auch einfach direkt kaufen kann. Bluestones is currently that it's used in the exotic merchants in order to get extremely powerful Sachen. If you do not collect the Bluestones, they will be accumulated until they reach the cap of 300 Bluestones. Okay, also bis zu 300 würden sich auf dem Spielbrett ansammeln. Offline Mode. Bluestones are also generated while you are offline, aber dann wären es nur 120. While you are online, Bluestones will generate 1 Bluestone every 5 minutes. While you are offline, you will generate 1 Bluestone alle 5 Minuten. Okay. Naja, das ist eben auch dieses Idle-Modus, den man dann am besten im Hintergrund offen lässt, damit er noch ein bisschen mehr bekommt. Skill Upgrades und Secrets Power. Dauerhafte Multiplier. Trade your Raid Loot. Was heißt das? Okay, Unlock Champion. So, das sind hier irgendwelche Idle-Bonus, 300% statt 200. Naja, da gibt es auf jeden Fall noch einige Upgrades dann anzuschaffen. So, da die Mana-Dinger jetzt sowieso voll sind, dann machen wir doch hier die beiden mal aktiv und mal gucken, ob das irgendwas bringt. Und da ist der nächste blaue Stein. Die wollte ich auch noch ein bisschen upgraden. Aber irgendwie, also das Klicken bringt herzlich wenig. Im Vergleich zumindest, was die Gebäude da reinbringen. So, das nächste Upgrade. Clickbase Profit plus 50. Naja, das ist ja schon mal ein bisschen mehr. Fast 50% dazu. Ja, jetzt wäre nochmal die Frage, die... Ah, okay, 10er hat er gar nicht. Naja, dann kaufen wir gleich mal 100 dazu. Okay, geht gar nicht. So viel Kohle ist es dann doch nicht. E hoch... Ach nee, das sind ja wieder die Kosten. Wie viel produziert der denn? Also 2.000, 10.000, 32.000, 114.000. Ja, dann kann ich es jetzt erstmal eine Weile laufen lassen, weil irgendwie gibt es ja jetzt aktuell noch nicht wirklich was zu tun. Und ich habe jetzt aber noch nicht gesehen, wie ich jetzt meinen König Midas eigentlich auflevele. Also ich nehme an, hier werden immer nur die angezeigt, die möglich sind. Mana pro Sekunde, Ranger Profit Guild, Profit Stables. Also dann machen wir erstmal das, was mir am meisten bringt, dass die Ställe noch ein bisschen mehr Geld produzieren.
Warum war der denn gerade eben rot? Okay, also hier ist auch schon wieder 600 aufgeladen. Dann kann ich die Building Speed, naja, das muss ich erst bei 600, geht es erst wieder. Mal 300 für 30 Sekunden, mal 200 für 30 Sekunden. Also der durchschnittliche Geld pro Sekunde, das ich von meinen Gebäuden bekomme. So, jetzt habe ich hier auch schon 800, da kann ich den schon wieder starten. Aber das heißt, an sich bekomme ich doch so zügig schon Mana. Hier bekomme ich auch gleich nochmal 10 Mana pro Sekunde dazu, dass ich die ja fast ständig immer wieder starten kann. Also Ranger Guild, Clickbase Profit, hey, nochmal 300 dazu. Das lohnt sich doch dann langsam bei der Klickgeschwindigkeit. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was diese rote Zahl zu bedeuten hat. Hier brauchte ich 300 Knowledge. Naja, die sollten dann jetzt auch schnell zusammenzubekommen sein. So, der ist jetzt auch schon wieder verfügbar. Also ich glaube, da läuft es schon ganz gut. Also diese zusätzlichen Funktionen kann ich ziemlich zügig immer wieder aktivieren. Die Critical Chance, ich weiß gar nicht, was mir die Critical Chance bringt. Ist das diese rote Anzahl? Ah, wahrscheinlich sind die Crits. Die Crits sind an der Stelle, wenn ich Knowledge bekomme. Und vielleicht sind es ja dann zusätzliche Boni. Also bei Level 25 bekomme ich den nächsten Bonus, bei Level 50, 75, also 25er Schritte sind eigentlich dann ganz passend. Dass dort dann die nächste Stufe gestaltet wird. So, 25. Jetzt hat er alles abgeschaltet. Ja, so, wieder auf 300 bringen. Und die Rune auf Critical brauche ich nicht. Es wäre natürlich interessant, die beiden zusammen zu starten. Aber so schnell, naja doch, müsste er gleich noch schaffen. Dann probiere ich mal, ob die sich tatsächlich addieren. 300% plus 800%. Das dürfte dann schon ganz ordentlich sein. Und natürlich hier gleich wieder die Mana-Produktion dann in der Hinsicht natürlich nach oben zu bringen. Guards Tower. Okay, die Prozente werden langsam. Alle Profite mal 200%. Na, gleich mal her damit. Witch Max 15 Upgrades. So, dann die anderen Sachen gleich mitgekauft. Und ein paar fehlen mir jetzt noch. So, dann mache ich jetzt nochmal das Scepter of Knowledge an. Genau, dann kriege ich das Sechsfache. Dann müsste ich die 300 doch jetzt ziemlich schnell erreicht haben. Dann kann ich mir gleich anschauen, was ich mit der Universität anstellen kann. Okay, also, ja, mit der Universität. Gut, erstmal noch die Knowledge ausnutzen. Nicht, dass die dann umsonst verbraten ist. Und dann geht es gleich weiter, die Upgrades für die Buildings zu machen. Also den Bonus da zu aktivieren. So. Ah ja, genau, er dauert 35 Sekunden. Er hat 5 Sekunden mehr Cooldown, als er selber braucht. Also, Universität. Wilde Schrein. Ah, okay, der fehlt mir auch noch. Gut, dann sag mir doch mal, wo ich den Schrein. Ah, sehr schön. Klick direkt Book Button to open it. Willkommen to the University. Choose the Knowledge Research. Also, Rangers Guild Profits. So, das sind alles nur die Profite. Profite, 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 Profite. Idle Profits, Mana Mode only. Ja, was auch immer das heißt. Okay, das heißt, ich kann hier aber überall nur die Profite steigern. Time Requirement 10. Gut. 10 Sekunden dauert das nur. Und mit Finish Now muss ich wahrscheinlich Kohle dafür bezahlen. Okay, und danach 20 Sekunden und das heißt, es verdoppelt sich jeweils. Ich kann nur einen machen. The Searchers are permanent. Ja. Und jetzt? Das war's. Wann bekomme ich denn hier die nächste Möglichkeit, irgendwas zu researchen? Ah, okay. Ja, alles klar. Wenn ich genug
von den Knowledge Bases gesammelt habe. Super. So, das heißt, auch da ist es wieder wichtig. Gut, die produzieren alle nur Gold. Habe ich noch keinen, der mir Knowledge-Zeug erzeugt. Okay, hier gleich wieder das nächste. Dann wieder die Profite gleich mal hochsetzen. Und immerhin habe ich jetzt 3 Knowledge, die ich dann mit den Critical Clicks bekomme. Und dann kann ich die auch gleich mal wieder versechsfachen. In der Hinsicht ist wahrscheinlich die sinnvollste Mischung. Okay, time for war. You can now raid mythical cities for their riches. Na gut, probiere ich doch gleich mal die Raids aus. Earn raid points each time, claim a loot from raids. Each raid point increase your building profits by 1%. Raid points increase also your rank. Na super. Also 80 Raid Points, um Commander zu werden, und mit 2 Stunden überschreitet das auf jeden Fall das aktuelle Video. Aber ich werde mal hier dann die 2, okay, ich kann nur einen beauftragen, Standard Loot. Das heißt, je nachdem, was ich dann hier bekomme, und für eine Minute bekomme ich dann gerade mal diese zusätzlichen Boni. Also Gebäudegeschwindigkeit, Gebäudeprofite, Knowledge Production. Ja, das ist natürlich sinnvoll, die beiden auf jeden Fall zu kombinieren. Und gut, mehr gibt es hier dann auch nicht zu tun, aber hier kann ich jetzt das nächste Knowledge-Teil aktivieren. Dann hier die nächste Upgrades. Ja, es gibt keine Vorschau. Ah, doch, da oben, Einzug 28. Das heißt, dann kann ich doch noch sehen, ob ich das mir aktuell leisten kann und ob ich tatsächlich genug Kohle habe, um die aufzukaufen. So, da habe ich sie auf jeden Fall nicht. Hier habe ich sie noch nicht. Jetzt habe ich sie. So, die jetzt erstmal wieder auf 25er Stufen bringen. Genau, also hier war ja, genau, ich muss King Midas aufs Level 27 bringen, was ich wahrscheinlich nur durch die Raids schaffe. Zumindest bin ich mit 6 hoch 5 auf jeden Fall noch spürbar, dass ich hier zumindest irgendeinen Effekt habe. All Profits. Da kommen jetzt 2 hoch 10, aber das dauert eine Weile, bis die zusammengebracht sind. Derzeit kann ich mich mal wieder darum kümmern, dass ich die anderen Stufen erreiche. Na, hier unten sind jetzt diese Sachen freigeschaltet. Der Store. Das sind jetzt auch noch Ergänzungen, Epic Upgrades. 50 Raid Loots. Ja genau, ich wollte ja das Knowledge dann noch wieder hochbringen, und dann kann ich den, zumindest die beiden, auf jeden Fall immer zusammen starten. Dann kann ich mein Knowledge ordentlich hochbringen und gleichzeitig noch ein bisschen Kohle verdienen. Was ist das denn eigentlich? Idle Profits. Your buildings produce more gold and knowledge if you don't click the stone for 60 seconds. Ach so. Ja, wie viel denn? The chance to get extra profits from stone clicks and buildings. Ah, bei den Buildings tatsächlich, wenn die rot werden, dann kriege ich da auch einen Bonus. Wie viel bringt es mir denn? Jetzt muss ich mal abwarten, bis das Ding runtergelaufen ist. Und kann in der Zeit ja schon die nächsten Knowledge-Sachen aktivieren. Den. Ah, ich kann immer nur einen erforschen. Kann mir auf jeden Fall gleich mal anschauen, was es bedeutet, wenn ich da Finish Now mache. Oh, 10 rote Dinger kostet das. Ah, 150% aktuell. Naja, aber dann kriege ich keine Knowledge produziert, wenn ich nicht klicke, weil ich habe bisher gar keinen Weg, Knowledge zu bekommen. Make offers to the temple. Okay, da brauche ich noch deutlich mehr Gold. Ah, da oben sehe ich auch noch, wie viel die aktuell selber beitragen. Das heißt, wie viel Prozent meiner Goldeinkünfte bei denen aktuell liegen. So, hoch 9, hoch 9, hoch 8. Und da kann ich die mal wieder ein bisschen upgraden. Aber es lohnt sich aktuell relativ wenig. Also mit dem Klicken bekomme ich auf jeden Fall im Moment deutlich mehr, als der Bonus da, glaube ich, gebracht hat. Weil sonst würde das ja jetzt nicht so schnell nach oben laufen. Und natürlich hier mal wieder den zusätzlichen Bonus aktivieren. Aber das heißt auf jeden Fall, die Forschung sollte ich auf jeden Fall eher auf die hinteren Hütten beschränken. Weil bis ich mit den vorderen dort irgendwo sinnvoll ankomme, bringt das ja überhaupt nichts. Also der nächste blaue Stein und 1 hoch
1,8 hoch 10 brauche ich noch. Aber da müssten jetzt hier auch die dann aktivierbar sein. 2 hoch 10. Ja, bei 30 Mana pro Sekunde sind die so schnell aufgeladen, dass ich die eigentlich ständig immer wieder bedienen kann. Und da kann man das Spiel also auf jeden Fall im Moment ziemlich aktiv spielen und sich die ganzen Sachen einsammeln. Gut, also dann jetzt direkt hier die Mercant Guild war jetzt eh die letzte. Das heißt, danach werden wahrscheinlich auch keine mehr freigeschaltet werden. Es dauert es dann nur eine Weile, bis ich die ganzen Teile ausgegeben habe, weil ich ja leider immer nur einen aktivieren kann. Die hier auf erste 25er Stufe, Geschwindigkeit, Speed, Profit, Speed. Ja, das wechselt anscheinend dann auch immer zwischen Profit und Speed Boni. Ja, die anderen sind alle schon unter ferner Liefen mit 0,2%. Vor allem, weil ich dem ja hier jetzt schon den Bonus verpasst habe, den ich ja dann gleich nochmal aufrüsten kann, weil 1000 habe ich eh. So, jetzt ist die nächste Funktion verfügbar. Und zwar, dass ich jetzt den Göttern Geld opfern kann, um ja anscheinend jetzt an die Diamanten ranzukommen. Claim the Diamonds. Each Diamonds gives you 1% Building Bonus. 78 Diamanten. Choose how to get the Blessed Diamonds. Temple Offer. Offer your Gold Buildings Upgrades Golds. Okay, das heißt, das ist die Reset-Funktion. Und keep your Rate Points, Knowledge, Achievements, University Researches, Artifacts und Mideum. Okay, die Frage ist, wovon hängen denn jetzt die Diamonds ab? Allein von der Kohle, die ich denen offere? Wahrscheinlich. Es geht ja weiter hoch, ohne dass ich jetzt hier direkt irgendetwas Spezielles mache. Das heißt aber, die ganzen Buildings würden sich um 80% erhöhen. Da wäre es auf jeden Fall sinnvoll, vielleicht den hier nochmal zu Ende laufen zu lassen. Das heißt, hier nochmal mit der dreifachen Geschwindigkeit und natürlich auch dann hier die Profits nochmal hochsetzen. Wobei der wahrscheinlich jetzt nicht rechtzeitig ausläuft. Also mal schauen, dann müsste ich doch wenigstens noch bis 100 kommen und dann mache ich einen ersten Reset. Wo kommen die denn alle her? Da sind jetzt noch ganz andere freigeschaltet. Hoch 52. Okay, die werden freigeschaltet, sobald ich die Diamanten erreicht habe, ohne dass ich sie tatsächlich ausgeben muss. Okay, das heißt, wenn ich Knowledge produzieren will, sollte ich den verwenden. Und wenn ich Profit produzieren will, sollte ich sie verwenden. Mein Knowledge, hat sie gesagt, gehen wir auch nicht verloren. Nee, mein Knowledge behalte ich. Na kommt Leute, 96, das kann doch nicht so schwer sein. Die letzten drei werdet ihr doch auch noch hinbekommen. Damit schließt sich der Kreis und... Okay, 101, zu langsam. Also, jetzt bin ich schon über 100, aber ist ja auch nicht schlimm. Ja, ich nehme die Temple Offer und fange jetzt letztlich überall von vorne an. Mal gucken, hier kann ich ja jetzt Aha, Diamond Research. Was heißt das? Das sind auch nochmal neue Funktionen. Critical Chance. Kosten 5000 Diamanten. Na aber, hallo. Diamonds will be added to your blessed diamonds. Building Profits mal 100, Next Effect 150. Na gut, hier kann ich jetzt eh nichts researchen. Was auch interessant ist, diese 25er Level Upgrades bedeutet, dass er trotzdem immer bis zum letzten 25er anzeigt. Das heißt, hier brauche ich jetzt nur noch 4 und die kauft er dann auch so. Das heißt, auch wenn ich dann zwischendrin jetzt mal, so wie jetzt zum Beispiel, eine Zwischengröße erreiche, dann wird es runtergezählt. Also in der Hinsicht dann doch ganz praktisch angedacht, dass ich einfach dann so weit kaufen kann, wie es halt aktuell möglich ist. Und im Zweifelsfall dann aber auch schauen kann, ob ich sowieso das hier gerade bis zum nächsten 25er kriege oder nicht. Unlock Champions. Felix Vanishka to reveal the Secrets of Void. So, das heißt, hier gibt es auch noch irgendwelche Sachen freizuschalten. Ich kann jetzt natürlich noch nicht einschätzen, was mir genau der Raid einbringt. Aber ansonsten habe ich jetzt so die meisten Spielmechaniken jetzt schon mal angedacht, bis zum Reset zumindest. Champions gibt es natürlich jetzt noch einige weitere. Da werde ich jetzt mal noch ein bisschen, ja, mal mit dem anderen jetzt arbeiten. Komm, gib mir mal den anderen. Ah, die Bonus, okay, die werden dann einfach nur umgeschriftet, weil die sind sonst natürlich auf Mana getrimmt. Aber Rage gibt es viel, viel langsamer als das andere. Ach nee, den Rage baue ich mit Klicks auf. Coole Sache. Das heißt, da kann ich den Rage dann unglaublich schnell erneuern. So, weil ich kann ja dann einfach da oben den Klicker laufen lassen und kann dann hier 120, 63 per Second. Ah, okay. Das heißt, da verliere ich ziemlich viele Rages dann pro Sekunde. Wobei mal die Frage ist, ob ich die pro Sekunde auch wieder herstellen kann, wenn ich diesen Autoklicker verwende. Okay, also alle kann ich auf jeden Fall nicht bedienen. Die werden dann abgeschaltet. Aber auf jeden Fall kann ich da ziemlich schnell ansteigen.
Muss ich mir nochmal gucken. Also was sind die einzelnen Boni? Also der Profit ist 230, während ich klicke. Dann 0,1 Sekunde to all buildings with every stone click. Okay, das heißt, die Gebäude werden beschleunigt. Dann 5% auf ihr GPS. Gold per seconds with every stone click while active. Also gut, ich bekomme 5% von dem noch dazu. Und Increase Critical Chance bei 3%. So, mal gucken, ob ich dann die beiden hier, also 120, wie viel bekomme ich denn jetzt pro Klick? Okay, 4 bekomme ich pro Klick. Das heißt, hier müsste ich 15 Klicks pro Sekunde schaffen. Das sollte auf jeden Fall gehen. Und hier bekomme ich noch einen Klick dazu. Gut, dann gleich mal hier den weiteren Test. Aber sollte ich hier nicht auch irgendwas mit Knowledge dazu bekommen? Der war doch irgendwie so ein Knowledge-Typ. Achso, plus 15% Knowledge, aber selber hat er keinen Teil, das wirklich auf Knowledge geht. Dann mal den Klicker an und mal gucken, ob ich dauerhaft... Genau, also die 2 kann ich auf jeden Fall ohne Probleme aktivieren. Gut, bei dem 90er ist es schon ein bisschen zu knapp. Da geht die Rage auf jeden Fall runter. Aber ich bekomme damit natürlich 5% für jeden Klick. Also da kann ich, wenn ich den aktiven Klicker laufen lasse, auf jeden Fall einiges an Gold holen und dann natürlich hier auch gleich wieder upgraden. Ja, sobald die weg sind, ist es natürlich klar, dass das dann rapide wieder nach unten geht. Okay, also alle zusammen sind natürlich zu viel, too much. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, dass dann der Klicker entsprechend so einen starken Effekt hat. Also schon lustig, wie die Mechaniken funktionieren. Das heißt, der Scholar, der zwar mehr Knowledge bringt, lohnt sich eigentlich mehr dafür, Gold zu sammeln. Während die hier dann viel besser in der Lage ist, mehr Knowledge dazu zu bringen. Das heißt, jetzt bringe ich mal die Knowledge noch ein bisschen hoch, damit ich nämlich hier die ganzen noch auf Stufe 2 bringen kann zumindest. So, weil hier habe ich nämlich den 6-fachen Knowledge-Bonus, der dann deutlich mehr bringt, wenn ich den auch noch zusammen mit dem Crit dann aktiviere. So, dass natürlich sehr viel häufiger 18,9 Punkte jetzt im Moment gesammelt werden. Und klar, aufgrund dieser Gebäudeboni, wenn ich dann prozentual an den Gebäuden ohnehin beteiligt bin, dann bringt das natürlich auch nochmal ein bisschen mehr. Okay, und deswegen bekomme ich den Idle-Bonus natürlich nur im Mana-Modus, weil dort die Funktion oder das Mana sich ja auch regeneriert, wenn ich nicht klicke, während bei dem Rage dann überhaupt keinen Sinn macht, den Idle-Bonus zu bekommen, weil ich ja Rage nur durch Klicks aufbaue. So sind also dann wieder die entsprechenden Zusammenhänge. So, das heißt, dieses Event kann ich nur mitmachen, wenn ich eben diesen Champion freigeschaltet habe. Und den Champion bekomme ich erst, wenn ich zumindest 1 hoch 17 Diamanten freigeschaltet habe. Und ja, aktuell habe ich hier noch keine, weil die erst beginnen ab 1 hoch 15. Gut, wie sieht es denn hier aktuell mit den Goals aus? Master Clicking of the Universe. All Building Level 25 bringt mir einen Profit. Achievement Rewards. Building Profit 114%. Knowledge Gains 105%. GPS per Click 1,5%. Und Click-Based Profits sind 90. Also ziemlich vernachlässigbar. Also Click 75.000 Mal. Dann erreiche Rang 2. Klar, das kann ich erst, wenn ich diese Punkte bekomme. Dann collect 20 Raid Points, stay online für 500 Gold collecten, collect Gold from Buildings insgesamt. Also vom Klicken, das habe ich auch schon erfüllt. Dann 100 Maximum Upgrades, 40 Knowledge Research, da habe ich einen bisher bekommen, 16 Stück habe ich davon. Dann 5 Diamond Research, Mana Mode. Collect so viel Mana. Okay, Rage soll ich dann auch. Da würde ich ziemlich bald den nächsten bekommen. Dann Building Profits. Ah, okay, hier sind die ganzen verschiedenen noch, wo ich dann auch irgendwelche anderen Sachen einsammeln kann. Das heißt, der Chief macht es dann mit Energie. Scarlet the Shadow, die soll ich dann freischalten. Champion of the Void, wenn ich 12 legendäre Items bekommen habe, von denen ich noch nicht genau weiß, wo ich die bekomme, ob die auch auf diesen Kreuzzügen letztlich gewonnen werden können. Unlock the War Outpost, Glock 10 Emblems in the War Outpost. Die Frage ist natürlich auch, ob es hier irgendwann ein Maximum gibt, was die Upgrades angibt, oder ob man die letztlich beliebig weiterkaufen kann. Typ Level 5, also das sind so die einzelnen für die verschiedenen Gebäude mit den Profitboni. Und dann gibt es den allgemeinen Profitboni, Knowledge Income, Base Knowledge Income,
dann Click-Based Profit, Idle Profits und Miner per Second. Wobei das wahrscheinlich sich wechseln wird, wenn ich den anderen selektiere. Wenn ich da einfach auf Change klicke, kann der den auch gleich übernehmen. Genau, Rage per Click ist dann 4. Das heißt, das sind dann einfach nur die anderen Darstellungen, während hier das Level eben dann Mana per Second ist. Ja, aber soweit jetzt für die erste Folge genug von Midas Gold Plus. Bin jetzt eigentlich schon wieder an einem Punkt, wo ich schon den zweiten Reset machen könnte, mit wieder 200 Diamanten zusätzlich. Und im Moment spielt es sich ziemlich flott in der Hinsicht, dass es ja, es jetzt eigentlich auch nur wenige Minuten gedauert hat, bis es sich jetzt wieder lohnt, eigentlich zu resetten, weil ich würde jetzt den Bonus nochmal verdoppeln, das heißt, ich habe dann insgesamt 300%. Und natürlich wird es dann nach und nach weniger, andererseits beschleunigt sich natürlich auch wieder diese Geldeinnahme und auch hier die Upgrades, die wahrscheinlich auch in nahezu unbegrenzter Form, keine Ahnung wirklich, ob die dauerhaft sind. Hier dauert es auf jeden Fall noch über eine Stunde, das heißt, das kann ich in dieser Folge noch nicht zeigen. Wenn es eine weitere Folge geben wird, werde ich hier dann was Entsprechendes vorbereiten, um zu schauen, dass die dann passend abschließen. Bin vor allen Dingen gespannt, inwieweit ich dann später mehrere von denen nutzen kann. Im Vorschauvideo sah es so aus, als hätte man alle Missionen parallel laufen lassen können. Von der Universität her bin ich jetzt überall erstmal bei denen auf Stufe 2, das heißt, die nächsten kosten mich jetzt dann 10.000. Das heißt, ich werde dann mit der Merchant Guilds anfangen und würde dann die Idle Profits tatsächlich weiter hochbringen, die sich zumindest nur für Audrey lohnen, weil er hat ja sozusagen sowieso Klick-Notwendigkeiten, damit er aktiv was beiträgt dann. Ja, soweit gefällt es mir erstmal ganz gut. Es sind auf jeden Fall viele Mechaniken, die es noch auszureizen gilt und die es dann weiter abzugraden gilt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!